So, meine Freunde, willkommen zurück zu Dead Island 2. Wir sind in Venice Beach. Wir sind wirklich gerade am Strand. Wir haben jetzt die Nebenquest der Strandwächter, sie nach den Überlebenden in der Rettungsschwimmerhütte. Bin ich schon hergelaufen, starten wir gleich hier. Die Sache hier schon gecleant. Kurz staubsaugen. So, und der Kollege ist blöd aufgeregt. Oha. So, don't worry. The bird. You all right? Me? I'm doing great. Just great. But are you okay? You can be honest with me. I'm Bert Michaels, the chief lifeguard of this strip. It's kind of my responsibility to keep people like you safe. Oh, really? Yeah. Though even I gotta admit I'm underperforming right now. Sure, it was brave of me to lead the zombies away, but, it meant I lost the group of stragglers I was escorting across the beach out there. There's more people out here? Are they okay? Yeah, they gotta be, right? Well, I guess with how wild the beach is now, and without an expert like me with them... No. No, I bought them enough time. No doubt. No room for doubt out here, man. I'll go find them. You will? Wow, that's great! That means we can split the search. I can stay here, in case they come back, of course, and you can follow their trail. Try to find someone out there. I'm sure some of them ran towards the police station's parking lot. So, die Quest der Strandwächter wählen wir aus. Und zwar suche in der Nähe der Polizeiwache nach Birds Überlebenden. Wenn es überhaupt welche gibt. So, wie weit müssen wir? Okay, 100 Meter ist okay. Ist korrekt. Is this the right channel? This is Bert Michaels. If you find anyone, you can radio me on this channel to let me know. Yeah, I know how a radio works. Heading for the police station. Come on, guys. You don't have to go home, but you can't stay here. Also, der Revolver ist so Gold wert. Chillst mal kurz. I'm at the station, Bert. No signs of life. No one's there? Geht gleich los, Bert. Ich muss kurz staubsaugen, ich brauche nämlich Geld. Meine Waffen hochzuziehen. Deswegen alles mitnehmen, was geht. Hier und da wird das mal ein bisschen vernachlässigt. Suche auf der Promenade nach Birds Überlebenden. Okay. Sozusagen war hier schon mal nix. Zombies trying to get into the Venice kitchen. Could be people inside. You found someone? Yes! I do remember them talking about that place. I'm 100% certain. You gotta clear the area and get them out. Clear the area. Töte die Zombies in Venice Kitchen. Zombies are gone. Gonna get the shutter open. That's schon. Amazing! Don't forget to tell them Bert Michael sent you. Sind das Safe alle schon infiziert, oder? Hey, anyone? Wir wollen es ja nicht hoffen, aber es war klar. Jemand aus Birds Gruppe, okay. Oha, immun. Die Brudis kommen auch jedes Mal von hinten. Bruder ist wieder immun, war wieder klar. Komm, lad das Ding nach.
Brauchst du jedes Mal eine Stunde für den Scheiß? Chill kurz. Nebenquests, die sind echt schlimmer wie manche Hauptstories. Ausweichen hilft, ne? Die kriegen dich halt trotzdem. Weg da, weg da, weg da. Den Kollegen noch chillig weg. So, jetzt bist du noch übrig. Heb dich nicht wirklich an. Raserei ist ready. Geh mal gleich mal richtig rein hier. Du noch. So, das war's, oder? Durchsuche das Venice Kitchen nach Birds Überleben. So, wie sieht's aus mit Loot? Hier ist ein bisschen was. Okay, okay, hier ist nix. Alles verbrannt. Scharfkantiges bin ich voll. Au, danke. No, I hoped somebody had to have survived. It's only been a few days. Drücken wir uns kurz das Medikit, dann nehmen wir das mit. Ja, ihr seid nicht mehr so wirklich alle alive. Schwerer Revolver, schmeckt. Sie sind schon seit Tagen tot, verlange Antworten von Bird. War eine kurze, knackige Mission anscheinend. Yeah, and you better still be there. What? You think I would run? Now? Oh, Christ, don't have to get out! Okay, okay, well... Oha, der Kollege hat Stress, wir sehen's schon. Please hurry! Wir rüsten jetzt mal diese Waffe aus, genau. Töte die Zombies und rette Bird. Ja, die Waffe, die ballert aber ganz anders. Ja, die Waffe ist geil. Chill mal hier. Schau mal deine Eier jetzt. Also ein Shooter wird's nicht mehr. Echt. Das fühlt sich so unclean an. So, Bird. Rede und Antwort. I'm sorry. What was that all about? You sent me looking for dead people. I know! I fucked up! Come on! Tell me what happened. You need to get it out. That group depended on me. I was their hero. When the freaks attacked, I just froze. Hid here. But someone had to have got out alive. Just one person. They just had to. Right? Right? Ugh, we all fuck up, dude. You're the only one who survived here. And you're gonna have to live with that. Get to the blue crab, okay? It's safe there. So, eiskalt serviert. Abgeschlossen. Neue Schlechterkarte verfügbar. Okay. Da schauen wir mal rein, was das ist. Oha, ist aber voll viel. Wir haben einmal den Chirurg.
Vom Skalpell zum Vorschlaghammer. Verstümmle einen Zombie, um einen moderaten Schadensboost zu bekommen. Okay. Hinterlasse einen bleibenden Eindruck mit deiner Faust. Okay. Nicht nachlassen. Angriffe auf Zombies, die unter einem schädlichen Statuseffekt leiden, erhalten einen moderaten Schadensboost. Geht auch. Durch Nahkampfangriffe im Rasereimodus werden Zombies aufgelöst. Allerdings wird dadurch zusätzliche Raserei verbraucht. Ja, nehme ich jetzt alles nicht rein. Was habe ich jetzt hier drin? Du explodierst gleich. Im Rasereimodus lösen deine Nahkampfangriffe beim Auftreffen Explosionen aus. Allerdings wird dadurch zusätzliche Raserei verbraucht. Ist auch okay, hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir haben jetzt den Strandwächter abgeschlossen. 3000 DP. Spielen jetzt eh keine Rolle mehr, wissen ja eh mit der Hauptstory durch. Wenn es euch irgendwie weitergeholfen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten haut rein.